spricht nun unsere Bündnispartnerin Hanni Engels vom Lesben- und Schwulenverband Deutschlands. Schön, dass Sie alle da sind. Ich hoffe, es werden immer mehr. Aber wir sind schon mehr geworden von der ersten Station bis jetzt. Und so bin ich guter Dinge, dass es immer mehr werden. Ich möchte beginnen mit einem Zitat von Martin Niemöller, einem evangelischen Pfarrer, der Mitglied der Bekennenden Kirche war, Daniel. Widerstand geleistet hat gegen den nationalsozialistischen Terror und aufgrund dessen von 1938 bis 1945 in verschiedenen Konzentrationslagern eingesperrt war. Er sagte nach dem Krieg: Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie die Katholiken holten, habe ich nicht protestiert. Ich war ja nicht katholisch. Als sie mich holten, war keiner mehr da, der hätte protestieren können. Ich glaube, dass wir heute in einer Zeit leben, in der dieses Zitat etwas deutlich macht, was uns sehr beunruhigen sollte. Wir haben uns heute hier versammelt, um der im Nationalsozialismus verfolgten, gequälten und ermordeten Sinti und Roma zu gedenken. Und es wurde schon gesagt, Anlass ist der Welt-Roma-Day, der an die Anfänge der internationalen Roma-Bürgerrechtsbewegung mit dem ersten Roma-Kongress am 8. April 1971 erinnert. Sinti und Roma nahmen mit diesem Schritt die Vertretung ihrer Interessen selbst in die Hand. Das gilt es immer wieder zu würdigen. Wir sind aber auch hier, um deutlich zu machen, dass Erinnern allein nicht reicht. Denn auch heute werden sogenannte Minderheiten ausgegrenzt, diskriminiert, verfolgt, mit Gewalt bedroht, getötet. Und das nicht nur in Ländern weit weg, sondern auch hier in diesem Land, in einem der reichsten Länder der Welt. In einem Land, das so stolz ist auf seine Weltoffenheit und seine Demokratie. Aber, um es salopp zu sagen, wir wollen es mit der Offenheit auch nicht übertreiben. Das hören wir in den letzten Jahren zunehmend. Wir wollen nicht zulassen, dass sogenannte Dahergelaufene unsere Ruhe stören und, was vermutlich für viele noch viel schlimmer ist, unseren Wohlstand gefährden. Das hören wir auch. Den Wohlstand, den wir, wollen wir manchen ZeitgenossInnen glauben, ganz alleine und ohne fremdes Zutun geschaffen haben. Wie weltvergessen kann eine oder einer sein, der oder die das behauptet und vergisst, dass viele Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur, Religion, Hautfarbe, sexueller Identität dieses Land zu dem gemacht haben, was es heute ist. Und damit meine ich nicht nur den wirtschaftlichen Wohlstand, sondern auch und in besonderer Weise die Tatsache, dass wir in einem Land leben, dessen Kultur, sei es die bildende Kunst, das Theater, der Film oder auch schlicht das Essen, bunter und vielfältiger geworden ist durch die, die hinzugekommen sind. Gerade Sinti und Roma haben hier über Jahrhunderte unverwechselbare Beiträge geleistet und tun es heute noch. Dafür herzlichen Dank. Wir stehen hier als Bündnis für die Solidarität mit den Sinti und Roma Europas und das aus einem schlimmen Grund. Sinti und Roma, seien sie in Deutschland geboren oder aus anderen Ländern zu uns gekommen, sind eine der sogenannten Minderheiten, die in besonderer Weise der Ausgrenzung und Diskriminierung ausgesetzt sind. Wir stehen hier als Bündnis aber auch aus einem guten Grund. Wir haben verstanden, dass es nicht den sogenannten Minderheiten allein überlassen bleiben darf, für ihre Menschenwürde einzustehen. Das gilt für Sinti und Roma ebenso wie für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und intergeschlechtliche Menschen. Dabei sollten wir natürlich nicht so tun, als ob beide Gruppen nichts miteinander zu tun haben. Denn selbstverständlich gibt es intergeschlechtliche Sinti und Roma, lesbische, schwule, bisexuelle und transsexuelle Roma und Sinti. Wir alle haben erfahren, dass die Menschenwürde sogenannter Minderheiten nur dann eine Chance haben,
gewahrt zu bleiben, wenn wir füreinander einstehen und nicht zuerst überprüfen, ob wir selbst zu der gerade genannten Gruppen gehören. Dann könnte es uns so ergehen wie Martin Niemöller. Vielleicht haben Sie sich gefragt, warum ich von sogenannten Minderheiten spreche. Nun, ich glaube, dass die ausgrenzende Rede von Minderheiten einer der Spaltpilze ist, die uns als Gesellschaft schadet. Besonders weil als Minderheiten immer solche Gruppen bezeichnet werden, die scheinbar Probleme machen, in Wirklichkeit aber Probleme haben, die ihnen nicht selten von der sogenannten Mehrheitsgesellschaft bereitet werden. Für die Superreichen in unserem Land, die beileibe nicht die Mehrheit sind, höre ich diese Begrifflichkeit selten. Aber nicht allein Furcht sollte uns Ansporn sein. Nein, wir alle sollten einstehen für ein Land, in dem die Menschenrechte wirklich für alle gelten, in dem alle Menschen gleich welcher Herkunft, Hautfarbe, Religion, geschlechtlicher Identität und sexueller Orientierung ohne Angst und sicher leben können. Wir stehen gemeinsam ein für ein Land, das vielfältig und bunt ist. Wir leisten damit einen unersetzlichen Dienst, damit dieses Land das wird, was es sein will, eine wirkliche Demokratie.